In meinem Video von vor 2 Tagen ging es um Markelle Fultz, den ersten Pick im 2017er NBA Draft. Ein Spieler, der auf dem Weg war, einer der größten Busts in der Geschichte der NBA zu werden, bevor er bei den Orlando Magic seine Karriere rettete und sich zu einem hervorragenden Spieler entwickelte. In meinem gestrigen Video ging es um Cade Cunningham, dem ersten Pick im 2021er NBA Draft. Ein Spieler, dessen ersten beiden Jahre in der NBA überhaupt nicht so wie erhofft liefen, der allerdings weiterhin grenzenloses Potenzial hat. Dann kommen wir doch mal zu meinem heutigen Video und heute geht es um Ben Simmons, den ersten Pick im 2016er NBA Draft, den einzigen dieser drei genannten, den man mittlerweile als echten Bust bezeichnen kann. Die Karriere des einstigen Megatalents und potenziellen Nachfolger von LeBron James geht immer mehr den Bach runter, da ändert auch sein Wechsel zu den Brooklyn Nets im letzten Jahr nichts dran. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab Leute, die verglichen Simmons damals auf dem College mit LeBron James. Der Hype um ihn war insane. LeBron wurde sogar zu seinem Mentor, ein King und ein Fresh Prince, so nannten sich die beiden. Simmons verpasste verletzungsbedingt seine komplette erste Saison, war aber trotz Donovan Mitchell der mit Abstand beste Rookie im Jahr darauf und gewann diesen Award auch vollkommen verdient. Die Zukunft in Philadelphia sah rosig aus, mit Joel Embiid, Ben Simmons, Markelle Fultz, irgendwann kam auch noch Jimmy Butler und Tobias Harris dazu, aber irgendwo auf dem Weg ging etwas gewaltig schief. Denn es deutete sich mehr und mehr ab, dass Simmons den Sixers erschallte als half am offensiven Ende, dass der Fit mit Embiid eine Katastrophe war, dass die Rolle, in der man ihn einsetzt, ihm alles andere als lag und dass Simmons gerade in den Playoffs zu einem riesigen Minus für Philadelphia wurde. Höhepunkt dieser gesamten Geschichte war die Postseason 2021 und das Ausscheiden der Sixers in der zweiten Runde gegen die Atlanta Hawks. Danach war eigentlich klar, dass seine Zeit in Philly zu Ende ist und jenes Spiel 7 gegen die Hawks war damals auch das letzte für ihn in der Stadt der brüderlichen Liebe. Es war eine unglaublich weirde, chaotische Zeit. Aus Simmons Camp hieß es, dass seine mentale Gesundheit der Grund war, warum er nicht spielen kann. Die Sixers hatten daran so ihre Zweifel, ein Trade kam aber lange nicht zustande. Daryl Morey ließ sich alle Zeit der Welt, um wirklich den besten Deal zu finden. Den fand er dann im Februar 2022, wenige Stunden vor der Trade-Deadline, als Philly Simmons nach Brooklyn schickte und im Gegenzug James Harden nach Philadelphia ging. Alle bekamen, was sie wollten, könnte man denken zumindest. Harden bekam seinen Wunsch, die Sixers auch, Brooklyn blieb konkurrenzfähig und Simmons landete direkt wieder bei einem Contender und kann komplett neu von vorne anfangen. Könnte man zumindest denken, denn Ben Simmons trug zum Unmut von eigentlich jedem nicht ein einziges Mal das Jersey der Nets bis zum Ende der 2022er Saison, welche für Brooklyn damit endete, dass man von den Boston Celtics in der ersten Runde der Playoffs gesweept wurde. Es kam die Offseason, dann kam die Preseason und Simmons war ready. Durant und Irving blieben in Brooklyn, die drei wollten zusammen angreifen und auf Titeljagd gehen und wie es bei mir oft so ist, war ich optimistisch, denn der Fit von Simmons in Brooklyn war um Welten besser als jener in Philadelphia. Er konnte offensiv endlich eher als Big Man eingesetzt werden, als jemand wie Draymond Green bei den Warriors, als jemand, der Screens stellen und abrollen kann, der Two-Man-Games mit Irving und speziell Durant läuft, der von einem besseren Spacing profitiert und defensiv gleichzeitig einen elitären Frontcourt mit Nick Claxton bildet. So viel zur Theorie, aber wie immer bei Ben Simmons sah die Praxis ganz, ganz anders aus. Denn es funktionierte überhaupt nicht, die Saison war erneut eine absolute Katastrophe, geprägt erneut von Verletzungen, aber auch von super schlechten Leistungen. Aber warum ist das so? Warum kann er bei allen möglichen Teams in allen möglichen Rollen nicht helfen? Was zum Teufel ist aus Ben Simmons geworden? Schauen wir uns das in den nächsten Minuten mal ein bisschen genauer an. Ben Simmons sah lange Zeit wie ein echter Gamechanger aus, was allerdings wirklich ein Gamechanger ist, sind die Drinks von Holy, egal ob die Energy Drinks oder Iced Teas. Kein Zucker, keine Chemie, nur 100% natürliche Fruchtaromen und Farbstoffe, wenig Kalorien, preiswert, gut für die Umwelt und das Beste, wahnsinnig lecker in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Freitag gibt es die neuen Probierboxen, wo ihr 10 Proben von einer Holy Geschmacksrichtung für nur 14,99 € bekommt, eine kleinere, preiswertere Alternative zu den größeren Tabs, perfekt zum Verreisen oder Probieren. Mit meinem Code JustTicket5 könnt ihr 5 € auf eure erste Bestellung sparen. Mit meinem Code JustTicket bekommt ihr außerdem 10% ab der zweiten Bestellung. Link und Codes findet ihr noch einmal unten in der Videobeschreibung. Aber zurück zu Ben Simmons, welcher letzte Saison bei den Brooklyn Nets in gerade einmal 42 Einsätzen im Schnitt 7 Punkte, 6 Assists und 6 Rebounds pro Abend auflegte und das in 26 Minuten durchschnittlich Einsatzzeit. Das tat er bei unterdurchschnittlichen Effizienzstats wie einem 110er Offensivrating oder 56% Shooting. Simmons verpasste das ganze Jahr über Zeit mit Knieproblemen oder einer Rückenverletzung, er hatte dauerhaft damit zu kämpfen und verpasste dann wieder zwischendurch eine Menge Spiele, bevor die Nets ihn 20 Spiele vor Schluss komplett rausnahmen für die Saison, auch in den Playoffs bekamen wir ihn nicht mehr zu Gesicht.
Simmons spielte wenig, teilweise zum öffentlichen Unmut von Kollegen und Coaches, und wenn er spielte, dann half er dem Team auch nicht unbedingt weiter. Man findet einfach keine Rolle, keine Angriffsmethode, in der er optimal zu funktionieren scheint, und das kann eigentlich beim ehemaligen ersten Pick und Rookie of the Year nicht sein. Von der Idee, dass Ben Simmons ein sogenannter Point Forward ist, können wir uns schon eine lange Zeit lang verabschieden. Die Verletzungen haben seine Athletik bei Drives nicht gut getan, seine Handles sind nicht gut genug, um Defender aus dem Dribbling zu schlagen, und da jeder weiß, dass er nie werfen wird, schadet das dem Ganzen auch extrem, da Verteidiger genau wissen, was er tun und nicht tun wird. In der Folge entstehen also selten gute Dinge, wenn Simmons in Isolations oder Pick'n'Rolls zur Arbeit geht. Schaut mal, wie er hier einen der schlechtesten Big-Man-Defender der NBA nicht einmal im Ansatz aus dem Dribbling schlagen kann, und alles, was er rausholen kann, ist ein wilder Korbleger, der nie reingehen wird. Simmons hat keine Dribble-Moves im Arsenal, kann Verteidiger nicht überraschen, packt keine Richtungswechsel oder Tempo-Variationen aus, all das, was ich bei Spielern wie Franz Wagner, Markel Fultz oder Kate Cunningham in den letzten Tagen angesprochen hatte. Ich meine, gebt euch das hier mal in der Transition gegen Giannis. Kein Spin-Move, kein Euro-Step, kein Gather in irgendeiner coolen Art und Weise oder die 100 anderen möglichen Moves, die man in so einer Situation auspacken könnte. Und er spielt auch einfach nicht clever, wenn er zum Korb will, will nur mit dem Kopf durch die Wand, statt gezielt in freie Räume zu gehen, Defense zu lesen oder zu manipulieren. Wie gesagt, es ist für mich einfach immer nur mit dem Kopf durch die Wand, was so schon nicht erfolgsversprechend ist, wenn dann, aber auch nur, wenn du besonders athletisch oder physisch dominant bist, was Simmons aber auch nicht ist. Ben Simmons ist womöglich der kontaktscheueste Spieler in der gesamten NBA, und das trotz seiner LeBron-ähnlichen Physis. Dieser Vergleich früher kam ja schließlich auch nicht von ungefähr. Es gibt unendlich viele Situationen wie diese hier, wo er einfach keinen Körperkontakt zu seinen Verteidigern herstellt, das wodurch sich andere Spieler in der NBA gigantische Vorteile erschaffen, immer wieder easy zu Punkten kommen. Hier müsste er eigentlich Full Speed Lauri Markkanen aus dem Weg räumen, ich verstehe so etwas nicht, was zur Hölle macht er dort? Und wenn es dann doch mal Kontakt gibt, dann kann er diesen warum auch immer null absorbieren. Hier, Evan Mobley ist nicht kräftig für einen Big Man. Gibt's ein Wort, das das Gegenteil von Bully Ball beschreibt? Wenn ja, dann passt es einfach perfekt zu Ben Simmons. Er weigert sich außerdem gnadenlos mit seiner linken Hand den Abschluss zu suchen, was ein riesiges Problem ist, da es dich a. extrem berechenbar macht und b. du es dir einfach immer wieder umständlicher machst, als es eigentlich sein müsste, wenn du dir den Ball jedes Mal wieder auf rechts legen musst. So etwas kann man aber lernen, es gibt eigentlich keine wirkliche Entschuldigung, nach 7 Jahren in der NBA so etwas nicht zu können. Simmons funktioniert bei den Nets auch null als Screener und Roller. Hier erwartet man, dass der Big Man das Closer zu ihm läuft, wenn man Pick and Pop spielt? Die Antwort ist dann wieder ein Drive über rechts mit null Körperkontakt und einem ineffizienten Runner. So etwas ändert in viel zu vielen Fällen mit diesen so schon ineffizienten Runnern, Floatern, Hookshots oder was auch immer, die bei Simmons aber erst recht nicht ihren Weg ins Ziel finden. Da fehlt einfach komplett die Zielstrebigkeit, der Plan, und das unterscheidet ihn halt von jemandem wie Draymond Green, der seit ungefähr einem Jahrzehnt Teil des unaufhaltsamsten Two-Man-Games der NBA ist. In der Theorie wäre Simmons in dieser Rolle eigentlich perfekt aufgehoben, aber warum auch immer funktioniert es nicht, als gäbe es da irgendeine Blockade. Er fängt Pässe nicht, die er fangen sollte, setzt Layups daneben, die sogar ich machen würde, wirkt nicht 100% bei der Sache, fast schon lustlos, dieses Feuer von damals scheint einfach komplett ausgebrannt zu sein. Ben Simmons hat sich zu einem offensiven Minusspieler entwickelt, der seinem Team schadet, wenn er auf dem Parkett steht, egal ob er den Ball hat oder abseits davon rumsteht. Seine Anwesenheit hat direkte Nachteile für die Offensive, außerdem löst sie eine negative Kettenreaktion auf alle anderen Aspekte der Teamoffensive aus. Und das kann keine Defense der Welt wieder gut machen, und zugegebenermaßen bleibt er ein elitärer Defender, aber auch nie wieder so gut wie seit seiner 2020-21er Saison. Mann, der Titel meines gestrigen Kate Cunningham Videos hätte hier und heute eigentlich besser gepasst, denn Ben Simmons war wirklich der Auserwählte, jemand, von dem Experten damals wirklich dachten, er könnte so ein bisschen in LeBron James' Fußstapfen treten. Wie haben wir uns da nur getäuscht? Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen absurden Situation haltet und was ihr denkt, wie es mit Ben Simmons weitergeht. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.